Heute Abend im Zentrum. Natascha Kampusch. Neue Beweise oder Verschwörungstheorien? Im Zentrum mit Peter Pelinka. Fast auf den guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Studio vor den TV-Schirmen. Fast auf den Tag, genau vor 14 Jahren, wurde Natascha Kampusch entführt. Vor 6 Jahren gelang ihr die Flucht. Der Täter Wolfgang Preglobil beging Selbstmord. Bis heute sind Gerüchte nicht verstummt, es könne einen zweiten Täter gegeben haben. Obwohl das Opfer das dementiert, ermittelten mehrere Sonderkommissionen. Die Behörden erklärten den Fall inzwischen für abgeschlossen. Nun wird aber sogar im Parlament darüber diskutiert. Neue Untersuchungen, gar mit internationaler Beteiligung, sind nicht ausgeschlossen. Jüngste Eskalation, ein Polizeibeamter, gleichzeitig Mandatar der FPÖ in Niederösterreich, wollte in einer Schule ohne Auftrag die DNA-Probe eines 8-jährigen Mädchens nehmen, von dem er annahm, sie könne das Kind von Natascha Kampusch sein. Auch das ist inzwischen widerlegt, aber die Gerüchte brodeln weiter. Warum eigentlich? Darüber diskutiere ich mit folgenden Gästen. Der Sonderermittler im Fall Kampusch, Thomas Mühlbacher. In einem rechtsstaatlichen Verfahren wurden alle relevanten Beweise aufgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig. Das Mitglied des Parlamentarischen Unterausschusses Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ. Die These vom Einzeltäter ist ausgeschlossen. Anwalt Manfred Einäther. Wie viel Justiz verträgt unser Land? Johann Reschut, ehemaliger OGH-Präsident. Die Wahrheit braucht manchmal Umwege. Christoph Feuerstein, ORF-Journalist und Kampusch-Wegbegleiter. Ich fordere Fakten statt Spekulationen. Und aus Dornbirn zugeschaltet, Gerichtspsychiater Reinhard Haller. Es müssen alle Fakten auf den Tisch, um die Spekulationen zu beenden. Ja, Herr Dr. Reschel, Sie sind einer der Hauptvertreter der These, es muss weiter ermittelt werden, trotz aller bisherigen Ergebnisse und Abschlüsse der Untersuchungen. Warum, glauben Sie, muss wieder ermittelt werden? Zunächst einmal bedanke ich mich für die Einladung, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, auch einmal die Sicht derjenigen zu vertreten, die doch in einer gewissen Hinsicht immer problematisiert werden. Ich meine damit Präsident Adamowitsch, meine Person, die Mitglieder der Evaluierungskommission. Ich habe den einleitenden Text mitverfolgt. Herr Pelinger, es ist alles richtig, was dort steht. Aber es ist bereits hier so, dass er eigentlich am Kern der Sache vorbeigeht. Der Fall, sogenannte Fall Kampusch, ist nicht nur ein Fall Kampusch, sondern es sind immerhin auch zwei Todesopfer mit dabei verbunden. Und es gibt noch jemanden, der unter dem Fall sehr leidet, eine Zeugin, die im Tatzeitpunkt 2 Jahre älter war als Natascha Kampusch, die vom 3. März 1998 weg immer ihre Wahrnehmungen mitgeteilt hat, die bis zum Auftauchen von Natascha Kampusch am 23.08.2006, wenn ich mich recht erinnere, insgesamt 6-mal gehört wurde, bis dahin kein einziges Mal niederschriftlich gehört wurde, die aber jeweils eben betont hat, es handelt sich um 2 Täter. Das sogenannte Kampusch... Wir sind ja schon klar, dass das Hauptopfer die Frau Kampusch einmal ist. Das braucht man nicht außer... Also das steht selbstverständlich fest. Ich möchte auch da sagen, es ist alles das, was Frau Kampusch heute ist, ist sicherlich ein Produkt eines atypischen Schicksals, das ist gar keine Frage. Sie ist Opfer im maximalen Sinn, wie man sich es nur vorstellen kann. Aber sie hat selbstverständlich in dieser Richtung auch vorbehaltslos respektiert zu werden. Aber sie hat nicht das Grundrecht darauf, dass man kritiklos alles klar glaubt und für wahrheitsgemäß hält, was sie... Sie kommen natürlich auf Ihre Einwände gegen die Thesen, die Sie auch stützt, noch zurück im Detail. Ja. Wir wollen in der ersten Runde nicht alles ins Detail. Also, darf ich nur das von dem Text nur sagen? Der Fall Kampusch, also das Ermittlungsverfahren selbst, hat eigentlich genau gedauert vom 23. August 2006
bis 15. November 2006. Das waren insgesamt also schwache 3 Monate. Dann wurde das Verfahren eingestellt. Dann hat es Personen gegeben, die mit diesem Ergebnis nicht zufrieden waren, haben sich zu Wort gemeldet. Das war im Laufe der Jahre, glaube ich, 2007, 2008. Und dann ist erst im Jahr 2008, im Februar, eine Kommission gegründet worden, die die Aufgabe hatte, da war ich also Mitglied davon, zu schauen, ob am sicherheitsbehördlichen Sektor hier etwas falsch gelaufen ist, ob es strukturelle Ursachen gibt, die diese Fehlentwicklungen begünstigt haben und was man machen kann, dass in Zukunft sowas vermieden wird. Okay. So viel nur zu einleiten. Wir haben ja auch die Justiz und die Sicherheitsbehörde hier vertreten. Ich würde aber zuerst einmal sagen, schauen wir uns einmal an, kurz aus einem Interview, das am Montag zur Gänze im Thema zu sehen ist, was Natascha Campus zu diesen neuesten Entwicklungen sagt. Der Kollege Feuerstein, der da ist, hat dieses Wochenende mit ihr ein Interview geführt. Bitte um den Ausschnitt. Ich denke, wie vielen Leuten, da kann man sich einfach nur an den Kopf greifen. Im Grunde genommen ist es empörend, im Grunde genommen ist es eigentlich unglaublich. Man kann nicht viel drauf sagen, es fehlen einem die Worte. Dieser letzte Fall ist ja nur der Gipfel einer Vermutung, dass Sie in Ihrer Gefangenschaft schwanger gewesen sein sollen. Waren Sie in Ihrer Gefangenschaft jemals schwanger? Nein. Okay, das ist eine der Fragen, die immer wieder in diversen auch Online-Foren gestellt werden. Also die Vermutung, erstens, es sei nicht ein Entführer gewesen, sondern gleich 2 Entführer. Zweitens, das haben Sie angedeutet, Herr Prikopil habe sich nicht selbst umgebracht, sondern sei vielleicht umgebracht worden. Und drittens, in welchem Zusammenhang das immer steht, werden wir dann auch erörtern, sie hätte ein Kind geboren. Herr Feuerstein, wie ist denn Ihre Stimmungslage? Was sagt sie im Detail zu all diesen Dingen, die ja immer wieder größere Dimensionen annehmen? Also sie sagt selbst, und das kann ich gut verstehen, dass sie neuerlich missbraucht wird. Diesmal wird sie Opfer von Herrschaften, die immer selben Spekulationen und Vorwürfe wälzen, ich bin überrascht, dass Sie sagen, dass Sie endlich die Gelegenheit haben, Ihre Theorien hier zu sagen. Im Fernsehen, meine ich. Ja, aber von Ihrer Seite werden Medien, glaube ich, nehme ich an, gespeist mit allen Theorien, die Sie haben, auf Schweizer Internetplattformen, wo Sie auch Interviews geben. Die Zeitungen sind tagtäglich voll mit Halbwahrheiten, mit Dingen, die schon lange widerlegt sind. Frau Campusch ist wieder ein Opfer. Die Vorwürfe gegen Sie sind schrecklich. Es wird ihr ja indirekt vorgeworfen, dass sie Mittäter deckt, sogar einen ganzen pädophilen Ring, somit auch andere Kinder in Gefahr bringt. Sie soll lügen, was auch den Tag der Entführung anbelangt. Sie spricht von einem Täter. Sie werfen ihr vor, das war nicht so, es waren dort 2. Sie stempeln sie also damit als Lügnerin ab. Von den persönlichen unfassbaren Angriffen möchte ich gar nicht reden. Doch, ich möchte schon reden, man kann das nicht oft genug wiederholen. Da war die Aussage des Ludwig Adamowitsch. Irgendwann ist nämlich dieser Kommission, die vorher das gute Ansinnen hatte, Ermittlungsfehler vielleicht zu evaluieren, um für die Zukunft zu lernen, das war gut. Nur irgendwann ist hier älteren Herrschaften, mit denen ist die Fantasie durchgegangen. Und diese Fantasie, zum Beispiel zu behaupten, Natascha Campusch hätte es in Gefangenschaft besser gehabt als zu Hause, oder von Ihnen, Herr Reschut, kam zum Beispiel die Aussage, Natascha Campusch sei dazu geneigt gewesen, das Angebot zu einer verlockend dargestellten familienfernen Lebensalternative anzunehmen. Es wird ihr unterstellt, eine Liebesbeziehung hier geführt zu haben. Unglaublich. Ich muss das kurz erzählen. Ein Berater der Evaluierungskommission, ich möchte seinen Namen nicht nennen, auch er ist sehr prominent. Ich habe ihn eigentlich bisher auch immer sehr geschätzt, hat er mal zu mir gesagt, da war ja der Fall Fritzl gerade aktuell, hat er zu mir gesagt, Herr Feuerstein, passen Sie auf, dass Ihnen die Campusch nicht auf den Kopf fällt. Auf meine Frage, warum, meinte er, naja, was sagen Sie, wenn die Frau Campusch ihre Entführung selbst geplant hat? Ich sag, Moment, sie ist knapp 10 geworden. 2 Wochen nach ihrem 10. Geburtstag wurde sie entführt. Wissen Sie, was seine Antwort war? Aber sie war frühreif.
Das ist der Stoff. Mhm. Das sind Fantasien, die mir Angst machen. Und an Sie, Frau Abgeordnete, möchte ich gleich eine Frage stellen. Sie sind eine junge Frau. Sie haben lange Haare. Können Sie ein Kind verstehen, ein Mädchen, das stolz ist auf ihre langen Haare und die wird kahl geschoren? Können Sie das verstehen? Dann gleich weiter. Bei Dasha Kampusch ist das passiert. Ihr Entführer hat sie kahl geschoren, über Jahre, damit sich keine Spuren im Haus finden von Haaren. Und weil sie todtraurig war, ihre schönen langen Haare zu verlieren, hat sie eine Haarlocke in ein Zellophansäckchen gegeben. Sie sagen bei einer Pressekonferenz, das ist ein möglicher Beweis dafür, dass sie ein Kind geboren hat. Es wird eine Atmosphäre von Hass geschürt. Die Menschen draußen, die Bevölkerung ist zutiefst verunsichert. Man muss diese Menschen schützen. Wir alle wollen nicht, dass Mittäter hier sind. Wir wollen nicht, dass Pädophilenringe am Werk sind. Auch wir als Journalisten gerade von Thema kämpfen immer wieder dagegen. Wir haben der Polizei Hinweise gegeben. Aber auf diese persönliche Hexenjagd, es ist mittlerweile eine Hexenjagd geworden. Und ich sage Ihnen etwas, Frau Kampusch wird mittlerweile auf der Straße tätlich angegriffen, sie wird geschlagen, sie wird bespuckt, als Lügnerin abgestempelt. Und da braucht nur noch irgendjemand fragen, wie es Frau Kampusch geht. Das letzte Erwähnte ist sicherlich erschütternd und berührt auch mich, wenn ich das höre. Nur wissen Sie, Herr Feuerstein, es gibt einen Unterschied, mit welcher Bereitschaft, die Augen zu öffnen und die Ohren zu öffnen, man durchs Leben gehen muss, wenn man Journalist ist oder wenn man auf der anderen Seite Justizangehöriger ist, sei es Staatsanwalt oder sei es Richter. Es macht einen großen Unterschied, ob ich Verantwortung habe für die Sicherheit in der Gesellschaft, ob ich die Gesellschaft in einem sehr bedrohlichen Maß eben gefährdendes Phänomen wie Kindesmissbrauch eines ist, entsprechend effektiv bekämpfe oder nicht. Das ist eine große Verantwortung. Mhm. Sie können als Journalist, haben Sie sicherlich ein weiteres Feld, wo Sie sich selbst erlauben können, irgendetwas zu glauben oder nicht zu glauben. Nur vom Beginn einmal weg, was Sie aufgezählt haben. Das ist, mag alles zutreffend sein. Aber die Frau Kampusch hat auf die erste Frage bei der Begegnung mit einem Arzt, nämlich wie lange kann man eine Schwangerschaft nachweisen? Der Arzt sagt ihr, im Blut eine gewisse Zeit und sie sagt darauf, ist eh egal, ist eh schon so lang her. Das ist natürlich ein Beweisergebnis. Und das ist ein Beweisergebnis, dass man mit einbeziehen muss bei der ganzen Sache. Lässt sich sofort entgegnen. Ja, ja. Ja. Lässt sich sofort entgegnen. Es beginnt schon. Das beginnt gar nicht, aber Sie müssen doch entsprechend auch den Blick desjenigen akzeptieren. Soll auf die Frage mit den Haaren. Verschwörungstheorien, sagen Sie keine falschen Dinge. Das ist keine Verschwörung, ist ein Beweisergebnis, Herr Feuerstein. Entschuldigen Sie, darf ich vielleicht auch ein bisschen mehr einen Satz ausreden? Sonst, wir haben zugehört, wie der Herr Feuerstein etwas sagt, was wir ohne dich schon alle gehört haben, zum x-ten Mal. Lassen wir offen, zuerst die Frau Belakovic muss einmal beantworten, diese Sache mit den Haaren und mit der Schwangerschaft. Und dann kann vielleicht der Dr. Mühlbacher, Staatsanwalt, was zu Ihrer Frage sagen. Zunächst einmal, Herr Feuerstein, Sie sollten hier rot werden. Sie waren es, die die Frau Kampusch permanent, die Frau Kampusch permanent in die Medien gezerrt haben. Sie haben ihre ganze Karriere darauf aufgebaut. Also so ist das nicht. Okay. Nicht wir zehren die Frau Kampusch in die Medien. Und uns ist das, und es geht hier in dem Fall nicht um die Frau Kampusch. Es geht darum, ob es Ermittlungsfehler gegeben hat. Das ist die Sache. Darum geht es. Und doch nicht darum, ob Sie jetzt die Frau Kampusch in die Medien sehen. Überlegen Sie mal, wer kennt denn den Herrn Feuerstein? Oder wer würde den Herrn Feuerstein denn kennen, hätte der Herr Feuerstein nicht permanent die Natascha Kampusch ins Fernsehen gebracht. Sie sind ja bis Spanien nachgefahren. 2 Wochen nach Ihrer Flucht haben Sie erstmals hier erinnern. Interviewt. Also Sie müssen wirklich ganz aufhören. Das ist nicht Opferschutz, Herr Feuerstein, was Sie gemacht haben. Sie haben das Gesicht der Frau Kampusch ganz Österreich bekannt gemacht. Ich hoffe, darüber werden wir später noch sprechen. Die Frau Kampusch steht bis heute dazu, dass sie in die Öffentlichkeit gegangen ist. Das war ihr Wunsch. Ich habe gar niemanden gezerrt.
in die Öffentlichkeit. Ich bin stolz darauf, dass ich bis heute ein Vertrauensverhältnis zu Frau Kampusch habe. Ich kann mich auf Fakten stützen und auf Gespräche mit ihr. Und nicht umsonst will sie auch vor mir wieder zu diesen Ungeheuerlichkeiten Stellung nehmen. Ich stütze mich nur auf Fakten. Sagen Sie bitte nicht, ich hätte irgendjemanden in die Öffentlichkeit. Nein, Herr Feuerstein, ich stütze mich nur auf Fakten. Und ich bin seit 20 Jahren Journalist und ich brauche nicht den Fall Kampusch. Aber vor 20 Jahren hat sie kein Mensch in Österreich gekannt. Und ich sage Ihnen noch eines. Sie können mir alles vorwerfen. Sie können mich in ein Verschwörereck stellen, wenn Sie das glauben. Wenn Sie meinen, Sie können hier ein Tribunal veranstalten, dann versuchen Sie das. Sie werden damit aber nicht durchkommen. Denn das Einzige, worauf ich mich stütze, das sind Fakten. Ich habe weder behauptet, dass die Frau Kampusch schwanger war, noch sonst irgendetwas. Das ist auch nicht mein Stil. Das interessiert mich auch nicht. Die wurde auch gefunden. Nicht mehr, nicht weniger habe ich dazu gesagt. Was haben Sie daraus geschlossen? Herr Feuerstein, ich sage nur der Vollständigkeit halber und das auch zu Ehren unseres leider verstorbenen Kollegen Alfred Worm. Das erste Interview hat Frau Kampusch mit Alfred Worm geführt, weil sie sich und dann mit Herrn Feuerstein eben offenbar Journalisten aussucht, denen sie vertraut. Das ist an sich etwas, worauf die Öffentlichkeit ein Recht hat. Und jetzt tun wir mal mit dem Dr. Mühlbacher, das ist der in der Frage so viel ermittelt und so hat und so viel Verantwortung trägt, dass er jetzt wirklich glaubwürdig und authentisch zu den bisherigen Fragen stellen kann. Hans Reschert, ich gebe dir vollkommen recht, dass wir, wenn wir etwas sagen, etwas nicht als Privatpersonen sagen. Ich sage es als Staatsanwalt, du sagst als ehemaliger Höchstrichter. Da sollte uns aber auch eine gewisse Verantwortung bewusst sein, dass wir nicht als Person reden, sondern dass wir auch unsere Ämter verkörpern. Und deswegen wundert es mich, wenn du jetzt mit einer Aktenkenntnis daherkommst, die haarsträubend ist. Dieses Gespräch mit dem Arzt wurde von der Frau Kampusch beantwortet. Ich kann es wiedergeben. Sie hat gesagt, sie hat Probleme gehabt mit einer Regelblutung, die ausgeblieben ist. Sie hat sich nicht ausgekannt und hat deswegen gefragt. Das ist aktenkundig. Überhaupt diese ganze Geschichte mit dem Kind. Das Gerücht stammt aus einem Internet-Chat. Das kennst du nicht. Ja, kennst das dann nicht. Aber ist ja egal. Ich erkläre es dir, damit du das dann kennst. Das Gerücht vom Kind und von der Liebesbeziehung mit dem Herrn Brickerbill stammt aus einer Internetplattform, wo sich jemand als Natascha Kampusch ausgegeben hat. Wir haben diesen Mann ausgeforscht, wir haben ihn vernommen, er hat zugegeben, dass das reine Erfindungen waren. Zuzüglich, weil dieses Gerücht schon länger im Umlauf war. Das ist ja nichts Neues. Das ist ein Spinner gewesen. Das ist aber schon interessant, dass Sie offensichtlich andere Aktenkenntnis Protokoll, haben, dieses Protokoll, als es dem Parlament zugegangen ist. Aber selbstverständlich ist das. Sie müssen die Protokolle halt lesen. Entschuldigen, als Herr Staatsanwalt Mühlbacher, die letzten Monate haben wir nichts anderes gemacht, als die Akten zu lesen. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen offensichtlich alle Akten gelesen. Und zwar wirklich alle. Warum Sie dieses Protokoll nicht lesen? Wahrscheinlich haben wir es nicht bekommen. Möglicherweise haben das Parlament diese Akten nicht bekommen. Jetzt sagt der Dr. Mühlbacher. Er ist ausgeforscht worden. Er hat gesagt, das war reine Erfindung. Er war fasziniert von diesem Fall, wie das, halt so viele andere. Und er hat das erfunden. Das ist ein Beweiserkenntnis, das überhaupt nie irgendwo eine Rolle gespielt hat. Es gibt ein Protokoll, das die Sonderkommission aufgenommen hat. Hans Reschert, du kannst nicht sagen, die Akten gibt es nicht, wenn man sie dir vorhält. Wir haben jetzt schon. Jetzt erklär mir, warum der Dr. Eiliter war jetzt in der Runde, weil das bis jetzt, was für ihn ungewöhnlich ist, noch gar nicht zu Wort gekommen. Der Herr Dr. Eineter ist der Anwalt, kann man glaube ich sagen, des Herrn Holzapfel. Der ist inzwischen aktenkundig, insofern können wir seinen Namen nennen. Das ist der engste oder war der einzige, sagen sogar viele Freund von Herrn Brickerbill. Das ist der, mit dem er dieses Gespräch vor seinem Selbstmord geführt hat und der heftig verdächtigt beschuldigt wird, an der Entführung beteiligt zu sein. Ich glaube, das kann man so sagen. Sagen Sie mir jetzt, was er zu dieser Causa und zur Entwicklung vor ihm sagt jetzt. Rechnet das er mit einer Anklage gegen ihn oder wie schaut das aus? Rechnet er nicht, er ist nur empört und entsetzt, so wie auch ich, dass nach wie vor von Herrn Reschert und einer Frau Berlakovic er verdächtigt wird in der heutigen Schlagzeile. Kurier, roter Teppich bis zur Anklage, da ist gemeint mein Mandant. Wo sie also meinen, dass eigentlich er sich am Präsentierteller wörtlich sich selbst auf dem Tablett serviert und man sie verstehen überhaupt nicht, ich habe das Ganze gelesen, überhaupt nicht verstehen, warum er eigentlich nicht angeklagt wird. Und wenn mein Einleitungssatz war, wie viel Justiz verträgt unser Land, dann ist das so gemeint, dass ich überhaupt nicht verstehe und die meisten Menschen dieses Landes nicht verstehen, in der Justiz sowieso nicht. Herr Präsident, das wissen Sie aber auch selber,
warum nach den Ermittlungen damals eine höchst fragwürdige Evaluierungskommission eingesetzt wurde, die dann unzuständigerweise die Arbeit der Staatsanwaltschaft evaluiert hat, was überhaupt nichts angegangen ist. Also das geht jetzt kreuz und quer durcheinander. Eingesetzt vom Innenministerium aus einer Verlegenheit heraus. Die ermitteln, sollten ermitteln, die Ermittlungsfehler der Polizei. In Wirklichkeit setzen sie sich auseinander mit der Staatsanwaltschaft. Das führt dann dazu, dass erneut ermittelt wird. Die Herrschaften, mein Mandant, 37 Stunden und 40 Minuten einvernommen wurde. Die Campus, glaube ich, 18 Stunden einvernommen wurde. Also alle werden noch einmal einvernommen. Wie oft auf Justiz? Herr Präsident, darf ich Ihnen schon sagen? Es wurde, weil Sie immer sagen, die Staatsanwälte haben ermittelt und die haben sind ja nicht was anderes als die Richter. 2006 gab es noch einen Untersuchungsrichter, da sind wir uns einig. Der war damals federführend und in dem Verfahren, das Sie jetzt angezettelt haben gegen die eigenen Kollegen bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck geführt, hat auch ein Richter ermittelt, was möglich ist nach der neuen Strafprozessordnung, wo an sich die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber um jeden Anschein zu vermeiden, hat dort ein Richter die Sache an sich gezogen und auch der kam zum Ergebnis, es ist nichts dran, es gibt keinen Amtsmissbrauch. Und jetzt frage ich Sie schon, Moment, Herr Präsident, jetzt frage ich Sie schon, vertrauen Sie als Teil dieses Systems, Herr Präsident, dem Sie vorgestanden sind in höchst ehrenwerter Position als Präsident des OGH, so wenig? Glauben Sie, dass alle Polizisten, die mit der Geschichte zu tun hatten und die Staatsanwälte gleich dazu, und zwar in verschiedenen Ebenen, Oberstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Graz, Innsbruck, dass die alle Amtsmissbrauch begehen und dass die Natascha Kampusch, und die ist die Einzige, die es wissen kann, die war nämlich als Einzige dabei und der unterstellen Sie frank und frei Lüge. Denn anders ist das nicht zu erklären. Nein, das muss ich kein Mensch unterstellt der Natascha Kampusch Lüge. Aber dabei. Kein einziger. Überhaupt nicht. Es gibt doch bitte schon unbeteiligte Tatzeugen. Pausenlos. Das geht doch auch nicht noch einmal. Es geht hier nicht um die Frau Kampusch. Es geht hier darum, dass Ermittlungsfehler passiert sind. Und zwar ganz massive. Einerseits auf Polizeiebene und später auf Justizebene. Und das ist Aktenkunst. Ich habe es befürchtet zu Beginn, jetzt wird es von lebendig zu unverständlich für die Zuseher, wenn wir alle durcheinander reden. Daher zuerst der Herr Reschut, unmittelbar drauf, dann würde ich gerne den Herrn Wühlbacher, weil der hat eigentlich mit Ausnahme der einen Sache noch nichts geklärt. Dass ich einmal, was ich zwei, drei Minuten, ohne Nein, dass zwei, drei Minuten, wenn wir alle zwei, drei Minuten reden, ist die Sendezeit vorbei. Kurz, immer präzise dafür öffnen. Ja. Bitte. Die Ausgangsposition war, dass wir zwei widersprechende Beweisergebnisse hatten, die von der Qualität her zunächst einmal durchaus gleichwertig sind. Sie haben die tatbetroffene Zeugin, das ist Natascha Kampusch, und dann haben Sie eine unbeteiligte Tatzeugin, die genauso viel zählt wie Natascha Kampusch und die schon ab dem 3. März zur Verfügung gestanden ist. Und ab dem 3. März 1998 hat sie gesagt, sie hat zwei Personen gesehen. Das ist eine Verpflichtung für jeden, der die Wahrheit zu prüfen hat, das entsprechend zu würdigen. Sie hat das und aber am Schluss zurückgenommen. Nein, sie hat es nicht zurückgenommen. Weil das für den Fall schlecht wäre. Sie hat es nie zurückgenommen. Sie ist aber schon in Innsbruck genommen vernommen worden, oder nicht? Ja, dort hat sie es gesagt. Zuerst einmal unter Durchsetzen wird morgen auch der Staatsanwalt das ein Thema. Das sollten Sie durchlesen, Herr Dr. Eines. Die haben die Akten nicht, die haben nur Sitz als Parlament. Alle haben die Akten, nur der Verteidiger hat es nicht. Ich habe einen Sachbeitrag an. Das lassen wir mal hoffen. Es ist unbestritten, es gibt eine Tatzeugin, eine damals 12-Jährige, die, also meinen Informationen nach allerdings beim letzten, im Beisein vom Herrn Gröll, ich habe dasselbe das Protokoll gelesen, was der Herr Gröll, den Sie sonst zeigen, dass sie sich bedankt hat bei der Frau Kampusch, dass sie wieder besser schlafen kann. Das ist ungefähr der Aktenstand. Zwölf Tage später hat er geschrieben, er wird kritisiert. Also klären wir eins nach dem anderen. Versuchen wir diese Zeugin. Faktum Zeugin, Herr Mühlbacher, dazu. Darf ich vielleicht einmal das richtige Licht stellen? Es war so, dass diese Zeugin insgesamt drei Beobachtungen gemacht hat. Das erste war die Annäherung an das Fahrzeug von Bricklobil. Da sieht sie jemanden auf dem Fahrersitz.
Dann einige Zeit später sieht sie die Entführung und redet immer von einem Entführer, nie von zwei. Das ist einfach das falsch. Sie redet von einem Entführer. Gleichzeitig von einem Entführer. Wir haben das mit einem Computerprogramm mit Zeitwegregulationen nachverfolgt. Sie redet von einem Entführer. Dann versteckt sie sich, weil sie Angst hat, und bei einer Kreuzung später sieht sie wieder einen weißen Bus, glaubt, das ist der gleiche Bus, den sie vorher gesehen hat, und dort sind zwei Männer drinnen. Das ist einfach, das erleben wir doch hundertmal in unserer Karriere. Wenn Sie eingehalten haben und der eben so auf Kritik stößt und auch in Instagram wiederholt wurde. Es gibt insgesamt nicht sechs Aussagen, es gibt mittlerweile 12 Aussagen, aber im Sokus sind alle gleich. Die Entführungshandlung selbst war ein Täter, den sie auch als Bringer identifiziert hat. Das sind die Fakten, Hans Reschut. Das sind eben nicht die Fakten, das sind die verzerrten Darstellungen. Weil du die Kommission erwähnt hast, die Kommission hat diese Gegenüberstellung ausdrücklich gelobt. Das konsequente Abarbeiten von einem Ermittlungsansätzen, welches in regelmäßigen Kontakt reibungslos mit dem staatlichen Ermittlungsteam stattfand, konnten die offenen Fragen im Anlassfall geklärt werden, und diese Gegenüberstellung mit der Frau Kampusch wird ausdrücklich gelobt und für eine Verduschung, wie sie immer wieder vorgibt, überhaupt atypisch akzentuierte Abläufe der Versäumnisse kriminalpolizeilicher Ermittlungen, die als Ausdruck des eines Abgeordneten behauptenden Tendenz verstanden werden können, liegen den Anschuldigungen zuwider nicht vor. Und das ist der Bericht der Kommission Adamow, der du angehört hast, wo auch dein Name draufsteht. Was dann später deinen Gesinnungswandel verursacht hat, kann ich der nicht Bericht sagen. Ich versuche jetzt eins nach dem anderen. Nur wenn nicht ich geschrieben. Also nicht weiter offen bleibt die Frage jetzt der Zeugen, da gibt es unterschiedliche Darstellungen, aber auch unterschiedliche Protokolle, die nahelegen, dass auch sie ihre Einschätzung gewandelt hat oder zumindest diskutabel ist. Das zweite ist, der zweite große offene Fall, ist der Tod Priklopil. Ja, also Sie stützen ja auch Ihre Thesen sehr stark darauf, ob Priklopil wirklich Selbstmord begangen hat. Und das hängt zusammen mit dem Auffindungsstatus der Leiche. Ja, wenn Sie also mich ein bisschen ungestört aussprechen ließen, dann könnte Herr Reschut, jetzt kommt einmal die Polizei dran. Wir haben jetzt die Justiz gehört, jetzt kommt der Dr. Geiger und wird uns über tatsächliche oder vermeintliche Fehler bei den Ermittlungen berichten aus seiner Seite. Dr. Geiger vom Bundeskriminalamt. Hat aus Ihrer jetzigen Sicht, Sie sind ja nicht von Beginn an dabei, ist die ganze Sache, aber Sie haben den guten Überblick, hat es Fehler gegeben und wie schaut jetzt die Sache aus? Ich war von Anfang an dabei, als Natascha Kampusch entführt wurde, und ich habe auch bei der ersten Einvernahme der Zeugin mitgewirkt, und sie war glaubwürdig, sie war sicher, dass sie zwei gesehen hat. Das war ihre subjektive Wahrnehmung. Nur, das sieht man natürlich immer wieder, wenn man drei Zeugen befragt zu einem Thema, hat man verschiedene Wahrnehmungen. Später dann hat sie das erklärt bei der Gegenüberstellung, wie Obers Gröll dabei war, und hat dann gemeint, das kann ein Irrtum gewesen sein, dass wirklich nur ein Mann dabei war. Aber unabhängig davon, sie hatte die Tat vielleicht zwei, drei Sekunden lang beobachtet. Natascha Kampusch war 3026 Tage Zeuge und hat 3026 Alltäge mit dem Entführer erlebt. Also was sollte die für einen Grund haben, irgendjemanden zu decken oder zu schweigen? Also da nach allen journalistischen Erfahrungen, das möchte ich ausschließen. Sie fragen, hat es Fehler gegeben? Sicher, wir haben sie nicht gefunden. Der Hundeführerhinweis, der da in der Masse untergegangen ist, das habe ich auch immer zugegeben. Das bedeutet, es hat einen Hinweis gegeben auf das Haus, glaube ich, auf das Haus, ob man sie wirklich gefunden hätte. Sie war so abgeschottet, das ist ein anderes Thema. Aber da hätte man vielleicht anders handeln können. Nur von Anfang an sind eigentlich immer wieder von außen Leute aufgetreten, die den Fall klären will. Der Privatdetektiv, der die Mutter beschuldigt hat, und ihren Freund, der wollte unbedingt einen Teich vergraben, sie finden, und hat gemeint, das sind die Täter. Mir wurde dann der Fall entzogen 2002 durch Heidinger, den damaligen Bundeskriminaldirektor, die Sonderkommission Burgenland hat das weitergemacht, und die haben 4 Jahre lang gegraben, weil ständig irgendwo neue Hinweise gekommen sind. Die Familie war sehr verdächtig. Lange Zeit wurde die Mutter als Hauptverdächtige geführt und deren Freund. Auch der Vater war kurzzeitig verdächtig. Und immer wieder von außen kam ein Druck drauf. Und jetzt,
zum Selbstmord. Das ist ja irgendwie verständlich, ja, solange so, die Person so nicht gefunden wurde. Was mich wundert und viele Kollegen wundert, ist, warum das jetzt dann nicht aufhört langsam, weil das Opfer ist da, es gibt eine Aussage, der Täter ist tot, alles Weitere, es geht trotzdem weiter. Aber warum? Es gab immer noch was Unbefriedigendes, der Täter konnte nie einvernommen werden, der hat Selbstmord begangen. Auch dieses Selbstmord ist völlig eindeutig. Ich habe viele Zugsleichen gesehen in meiner 30-jährigen Laufbahn und da ist gar nichts Besonderes dabei. Im Gegenteil, der Lokführer schildert das genau, der Tod ist nicht beim Schnellzug erfolgt mit 100 Stundenkilometern, sondern der Zug ist aus dem Bahnhof aus gefahren mit der Geschwindigkeit von etwa 40 km/h und der Lokführer schildert ganz genau, wie er die weiße Gestalt zubewegen sieht, wie der sich davor aufs Gleis legt mit dem Kopf auf dem Gleis. Und so ist das Ganze passiert. Das ist ja völlig klar durch Aussagen dokumentierter Selbstmord. Da ist nichts Ungewöhnliches dabei. Okay, danke einmal. Und wenn es weitere Fragen gibt, werde ich sie direkt annehmen. Wir haben auch noch einen zweiten Gast im Publikum. Herr Dr. Reiter, er ist Gerichtsmediziner. Er hat nicht selber die Obduktion der Leiche Prickelpill durchgeführt, aber ein Kollege von ihm, dem er sehr vertraut und den er als Star sogar bezeichnet. Können Sie ein bisschen was über diese Thesen sagen? Vor allem über die Frage, ist es möglich, dass da schon eine Leiche hingelegt wurde? Also es ist sicher so, dass so ein Fall nicht von einem Lehrling obduziert wird, sondern hier werden schon institutsorganisatorisch die besten Köpfe für so einen Fall herangezogen. Und der Kollege ist einer der besten Köpfe. Das ist der Dr. Risser, können wir sagen, ist derzeit der Chef der Gerichtsmedizin und hat langjährige Erfahrung, hat zig Unfälle mit Bahnleichen gehabt. Nun, seit es Züge gibt, versuchen ja immer wieder Täter, ihre Opfer dem Zug vorzulegen, damit ihre Tat kaschiert wird. Ein Gerichtsmediziner lernt im Laufe seiner Ausbildung genau zu unterscheiden, wie erkenne ich, welche Verletzungen durch den Zug entstehen, wie erkenne ich die Verletzungen, die zum Beispiel vorher durch Misshandlungen, durch Schläge, durch Stiche, durch Würgen entstehen könnten. Wir müssen uns immer bei der Obduktion einer Bahnleiche überlegen, gibt es Anstoßverletzungen, gibt es Abwurfverletzungen, gibt es Verletzungen durch Überrollen, gibt es Verletzungen durch den Unterbau des Zuges. Alles das versucht man bei der Obduktion an den Befunden wiederzufinden und man schaut gleichzeitig immer im Hinterkopf, gibt es auch Verletzungen, die nicht durch dieses Ereignis, durch dieses Zugsereignis entstehen können. Gleichzeitig muss man sich auch immer überlegen, war diese Person, die hier von dem Zug erfasst wurde, in welcher Position auch immer, war die bei Bewusstsein, war die handlungsfähig? So wird bei jedem dieser Fälle auch eine Toxikologie gemacht, geschaut, ob diese Person beeinträchtigt war durch Suchtmittel, durch Betäubungsmittel, war der alkoholisiert etc. Das gehört zum Standardprogramm einer solchen Obduktion. Also aus Ihrer Sicht und in Kenntnis des Kollegen Risser kein Zweifel, dass es sich um ein Selbstmord war und nicht eine vorher umgebrachte Person. Wenn ein Obduzent auch nur den geringsten Zweifel am Ende der Obduktion hat, dass hier allenfalls Fremdverschulden vorliegt, ist er gezwungen, als Gutachter das in seinem Gutachten auch auszudrücken. Und jetzt noch eine ganz letzte makabere Frage ein bisschen. Es wird auch immer in den Internetforen der Zweifler gesagt, es gibt es nicht, dass da der Kopf so fein säuberlich abgetrennt ist und der sonstige Körper unverletzt war. Könnte ich Ihnen zahllose Fotos zeigen, die das belegen. Dankeschön. Auch bei einer Zugmaschine, wo der Schienenabstand 4 cm zum Rechen ist. Das lässt sich technisch alles erklären. Ohne Begleitverletzungen. Ja. Gut, dann gratuliere ich dazu, zu der Erkenntnis. Ja. Aber das Schöne ist ja... So, jetzt hätte ich gern... würde ich gern noch... Wir haben noch einen Gast hier. Der ist aber nicht hier, sondern der sitzt in Dornbirn. Ich hoffe, er ist uns zugeschaltet. Ja, Herr Dr. Haller, Sie wollen sich ja nicht in Einzelheiten des Falles, über die wir dann noch weiter diskutieren. Das ist jetzt nicht abgeschlossen. Es gibt etliche offene Fragen noch. Aber... Sie wollen sich nicht in Einzelheiten einlassen, weil Sie haben weder mit Frau Kampusch gesprochen, noch sich sonst beschäftigt im Konkret mit dem Fall, aber allgemein gesprochen. Sie haben das Buch Das Böse geschrieben. Ist das irgendwie, was wir hier erleben, diese Debatte,
weil der Fall so ausnahmslos böse ist, so einmalig ist? Oder wie ist das alles zu erklären, diese Aufregung, die jetzt noch jetzt schon 14 Jahren noch immer hochkocht? Herr Pelinka, normalerweise ist es ein großer Nachteil, wenn man von außen zugeschaltet wird, weil man mehr als das sechste Rad am Wagen ist. Es ist im Übrigen auch ein Nachteil, wenn man Psychiater ist, wofür ich mich entschuldige. Aber wenn ich die Diskussion verfolge, so wie bisher, dann glaube ich, dann ist beides ein großer Vorteil, nämlich ein Stück weit außerhalb der Emotionen zu sein und zu sozusagen auch psychotherapeutische Gruppenkenntnisse zu besitzen. Nun, ich möchte vielleicht Folgendes sagen. Wir wissen doch spätestens seit Jack the Ripper, Jack der Aufschlitzer hat er übrigens geheißen in der damaligen Literatur, dass dann, wenn ein Verbrechen nicht wirklich aufgeklärt wird, dass es dann immer Spekulationen geben wird, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg, kann man sogar sagen. Und das haben wir in diesem Fall auch. Also ich denke mir schon, die Aufklärung war letztlich nicht ganz befriedigend und nicht genügend. Und wenn ich diese Runde so betrachte, dann habe ich den Eindruck, es wissen sehr viele Leute alles Mögliche, aber nicht alle dasselbe. Und ich glaube, es gibt nur eine Chance. Es müssen alle Fakten auf den Tisch und dann ist der Spuk zu Ende. Ich glaube, es gibt etwas Langweiligeres als eine gestrige Zeitung und das ist ein aufgeklärtes Verbrechen. Mir scheint es kaum möglich, dass es in diesem Psychotop, möchte ich sagen, der hier in Wien offensichtlich herrscht, überhaupt möglich ist, die Wahrheit an den Tag zu bringen. Mir scheint es auch sehr wichtig, dass Natascha Kampusch hier auch noch Beiträge leistet. Ich glaube, es liegt sehr viel an ihr. Und ich denke auch, dass sie nicht sehr gut beraten war, wie sie am Anfang derartig forciert an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es ging ja auch anders. Die Elisabeth Fritzl hat das beispielsweise vorgemacht. Man weiß dort, auch dort haben die Medien unglaubliche Summen ihr geboten. NBC spricht man von 1 Million Euro für ein Interview. Und sie hat Nein dazu gesagt. Bei Kampusch ist ihr offensichtlich geraten worden, ganz forciert an die Medien zu gehen. Und dann natürlich muss man schon auch sagen, dann wird hinterfragt. Und insofern bin ich zwischenzeitlich, ich bin etwas geläutert, der Anhänger einer unabhängigen ausländischen Untersuchungskommission. Erstens aus Ländern, wo man mehr Erfahrungen mit Entführungen und mit solchen Aufklärungen von Verbrechen hat. Bei allem Respekt müssen wir ja doch sagen, dass wir in Österreich glücklicherweise nur selten solche Fälle haben und darum uns vielleicht auch das entsprechende Know-how fehlt. Und wenn wir in diese Runde, die ja stellvertretend ist für die ganze Diskussion, wenn wir in die schauen, dann kann sich, glaube ich, kein Zuschauer vorstellen, dass es hier tatsächlich zu einer sachlichen, objektiven an den Tagbringung gehen kann. Bei allem Respekt, Dr. Haller, aber es ist hier auf allen Ebenen ermittelt worden. Es hat Dutzende Evaluierungskommissionen gegeben und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, warum plötzlich Leute vom FBI oder vom Bundeskriminalamt eine höhere Fachkenntnis oder Sachkenntnis erlangen können als unsere österreichischen Behörden. Das verstehe ich nicht ganz. Und das Zweite wollte ich nur sagen, weil ich selber neben dem Kollegen Worm sitzend beobachtet habe. Also die Frau Kampusch ist sehr selektiv mit Medien umgegangen, hat Interviews nur gegeben mit Journalisten, denen sie vertraut hat und vertrauen konnte. Und ich weiß nicht, wie es dem Kollegen, also der Kollege Worm hat sicher keinen, weil sie gesagt haben, wirklich angedeutet haben, sie hätte Geld, kein Cent ist natürlich geflossen. Kein Cent ist von Medien geflossen, sondern sie war der Meinung, und darüber spricht gerade doch auch aus psychologischer Sicht einiges dafür, dass sie selektiv an die Öffentlichkeit geht mit Journalisten, denen sie vertraut, um dieses Trauma zu bearbeiten öffentlich. Oder wie haben Sie das erlebt, Kollege Feuerstein? Also es waren ja zwei Richtungen. Sie hat ja schon ganz zu Beginn gesagt, sie möchte ihre Geschichte selbst erzählen. Das war für sie ganz klar. Und sie hat eigentlich in Gefangenschaft sich schon gedacht, eines Tages, wenn ich freikomme, werde ich meine Geschichte erzählen. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass ihr ihre Geschichte dann um die Ohren fliegt, dass sie angezweifelt wird, dass sie als Lügnerin abgestempelt wird. Es war auch so, auch zu Ihnen das nämlich noch einmal, zu diesem Vorwurf, sie hat sich für mich entschieden als Interviewer und das Ärzteteam. Und zwar ging es damals um etwas anderes. Es wurde 1 Million Euro geboten für das erste Foto von Natascha Kampusch. Die ganze Welt war vor dem AKH. Sie hätte dieses Haus nicht verlassen können. Und ich, Herr Haller, das verstehe ich nicht ganz, dass Sie das sagen. Ich finde es absolut nicht zulässig, den Fall Fritzl mit der Frau Kampusch zu vergleichen. Die Frau Elisabeth F., Entschuldigung, muss man ja eigentlich sagen, hat 8 Kinder von ihrem eigenen Vater geboren. Hier
galt es auch, eine ganze Familie zu schützen, kleine Kinder zu schützen. Es gab den Täter, der sehr viel Aufmerksamkeit abgezogen hatte. Die Öffentlichkeit hatte auch das Monster. Priklopil hat sich umgebracht. Und nein, Frau Kampusch, es geht hier um etwas anderes. Ich will nur darstellen, dass es auch anders geht, dass auch in einem äußerst schwierigen Fall, bei dem es auch um sehr viel geht, bei dem das Opfer noch mehr bei allem Respekt mitgemacht hat als die Frau Natascha Kampusch und bei denen auch viel Geld geflossen ist, dass es auch geht unter Ausschaltung der Öffentlichkeit. Und ich weise hier ja keine Schuld der Natascha Kampusch zu. Ich habe damals schon im Zentrum vor Jahren gesagt, ich wünsche mir, dass sie eine Kommission zur Seite gestellt bekommt, die einiges für ihr regelt, die ganzen finanziellen Angelegenheiten, die ganzen Aderbeis und die Beraterhaie und so weiter, die sich in solchen Fällen immer um jemanden gruppieren, von ihr fernhalten und so weiter. Und ich glaube, hier war sie nicht wirklich sehr gut beraten. Und bei allem Respekt, Herr Feuerstein, wir sind ja Landsmänner und im selben Internat gewesen. Aber Sie sind Journalist, ein Psychiater und Psychotherapeut, glaube ich, sind Sie auch nicht. Und das bräuchte wahrscheinlich Natascha Kampusch. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und Herr Pelinka hat zu Ihnen noch gesagt, wenn Sie vorher gemeint haben, dass alles abgeklärt ist und die Mitglieder dieser Kommissionen in ihrer eigenen Runde zu so unterschiedlichen Wertungen kommen, dann glaube ich nicht, dass die Wahrheit wirklich so ganz schon am Tag liegt. Und wenn also doch erfahrene Leute wie der Thomas Müller beispielsweise oder Ehrenweite und auch erfahrene Leute wie der Ludwig Adamowitsch diese Zweifel bringen, meiner Meinung nach, weil sie mehr wissen als wir alle, dann glaube ich, dann sollte das schon Anlass sein, dass man sagt, jetzt muss die Wahrheit auf den Tisch. Das kostet zwar noch einmal viel Geld, um das es vielleicht schade ist, aber bevor wir das Ganze jahrelang vor uns hinschleppen, bevor noch x Untersuchungskommissionen und Wiederaufnahmen von Ermittlungen kommen, wäre es meines Erachtens das Klugere, wenn man jetzt nach 6 Jahren sozusagen jemanden beauftragen würde, der außerhalb von jedem Zweifel steht. Herr Feuerstein, da muss jetzt der Herr Mühlbacher unmittelbar dazu. Na, Herr Dr. Haller, Ihre Fachkenntnis in allen Ehren, aber die Akten kennen Sie eben doch nicht, sonst würden Sie nicht sagen, dass wir unterschiedliche Kenntnisse haben oder dass der Präsident Adamowitsch oder der Thomas Müller mehr weiß als die Staatsanwaltschaft. So ist es nicht. Aber ich habe nichts dagegen. Man kann das FBI durchaus beiziehen, man kann das Bundeskriminalamt beiziehen. Ich habe genug Vertrauen in unser Bundeskriminalamt. Das sind ausgesuchte Spezialisten. Ich habe das wirklich Vergnügen gehabt, mit Leuten zu arbeiten, die hoch spezialisiert waren, die hoch engagiert waren, die einen hohen Ausbildungsstand gehabt haben. Ich glaube nicht, dass das FBI was anderes rausbringen will. Aber sie können es durchaus machen. Ist kein Problem. Ich sage nur jetzt, es wird nichts bringen. Weil wenn das FBI die Ergebnisse auf den Tisch legt, dann wird Hans Reschot oder irgendjemand anderer kommen und sagen, das FBI, die hat man doch nicht beauftragen dürfen, die haben ein 9-11 unter den Teppich gekehrt und den kennt ihr auch, da muss man den Mossad nehmen oder sonst was. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, gegen Verschwörungstheorien kann man mit Argumenten sich nicht wehren. Und ich würd mir wünschen, Hans Reschut, dass du nicht immer sagst, das und das sind die Ermittlungsfehler, sondern ich würde mir wünschen, dass du die Zeit nimmst und ich werde dich sicher nicht unterbrechen dabei, dass du sagst, na, was ist dann passiert? Gehen wir davon aus, die Frau Kampusch lügt, sie sagt nicht die Wahrheit. Was ist dann passiert im Jahr 1998 und in der Zeit der Gefangenschaft? Was kann man in eine Anklage hineinschreiben? Du weißt genau, dass eine Anklage einen Sachverhalt enthalten muss, wo ich einem bestimmten Menschen etwas zur Last lege. Was soll ich da hineinschreiben? Wie ist es gewesen? Was hat der Mandant vom Herrn Doktor oder wer auch immer, was hat der zweite, der dritte, der vierte Täter gemacht? Und wie kann ich das beweisen? Da bist du die Antwort immer schuldig geblieben. Ja, absolut. Konkrete Antwort? Ja. Es geht um den 2. März 1998. Da habe ich versucht schon 3 oder 4 Mal darzulegen, dass es eine Tatzeugin gibt, die gesagt hat, es waren 2 Personen. Einer ist am Lenkrad gesessen und der zweite hat Natascha Kampusch. Ja, aber Sie lassen mich nie ausreden, Herr Pelinka. Und jetzt haben wir einen Oberstaatsanwalt bzw. leitenden Staatsanwalt aus Graz, der beigezogen wurde zu dem Verfahren, und zwar deswegen, weil der Herr leitende Staatsanwalt, der die führende Verantwortung hatte zunächst, eben Interviews gegeben hat, zunächst einmal eine Präsentation der Beweislage
zur Kenntnis genommen hat, worauf er dann erklärt hat, ja, er sieht ein, das gehört wieder aufgenommen, nachdem das Verfahren, wie ich erwähnt habe, nach 3 Monaten abgeschlossen wurde. Man, die Tatzeugin, die zwei Personen. Was ist passiert an diesem Tag im Jahr? Ich kann nicht sagen, es waren zwei Personen, eines am Lenkrad gesessen und der zweite hat das Opfer ergriffen. Und jetzt ist nur die Frage dann, wer war der Zweite? Wer war der Zweite? Das ist das Problem. Ich muss abwägen. Weil ihre Darstellung auf Schritt und Tritt innere Widersprüche hat, während die Tatzeugin, ich kann es Ihnen aufziehen, wenn Sie nur brauchen. Ja, sehen Sie, ich kann Ihnen nur mal einen Satz sagen, im Gegensatz zu Ihnen. Es tut mir leid, dass ich die Einladung angenommen habe, das ist keine faire Diskussion. Ich habe nicht gestoppt, aber Sie haben sicher die meiste Redezeit bis jetzt gehabt. Die Grundsatzfrage, Herr Präsident, ist schon die, wir haben ein Gesetz, wir bewegen uns ja völlig im rechtsfreien Raum bei dem allen, was da passiert. Sie haben überhaupt keine Legitimation, irgendwelche Berichte ans Parlament zu schreiben oder sonst irgendetwas. Wenn, dann hätten Sie eine Strafanzeige gemacht. Sie regen sich auf, dass man Sie nicht aufhören muss. Lassen Sie mich jetzt kurz ausreden. Sie haben keine Legitimation, das zu machen. Wenn, dann hätten Sie bitte eine Strafanzeige gemacht gegen die Staatsanwaltschaft. Das haben Sie aber nicht gemacht, sondern Sie haben das Parlament aufgehust, damit die dort wiederum eine Ersatzjustiz spielen und glauben, jetzt in irgendwelchen Ausschüssen irgendwas aufdecken zu müssen. Das ist bitte sehr Aufgabe der Justiz. Wir bewegen uns in einem Rechtsstaat und mein Klient hat zum Beispiel das Recht darauf, dass er irgendwann einmal in Ruhe gelassen wird. Das war vorher so eingeschnitten, er ist vor Gericht gestanden, er ist zweigesprochen worden. Verantwortlichkeit gegenüber dem Parlament. Warum? Ja. Weil ich bei der obersten Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft kein Gehör gefunden habe. Aber es haben unabhängige Richter mit dem Fall zu tun gehabt, bitte sehr. In Innsbruck und in Wien. Ein vorbildlicher Beamter Gründe genug sieht, sich umzubringen, weil er mit seinen Intentionen, mit seinen rechtmäßigen Intentionen nicht durchdringt. Ich habe mit dem Franz Gröll zusammengearbeitet. Lieber Herr Leitender Staatsanwalt, du bist gekommen auf 3 oder 4 Monate. Nein, ich habe ihn sofort schon lange gekannt. Am 4. August 2009 bist du zu dem Fall überhaupt erst gekommen. Das ist das beste Einvernehmen. Das ignorierst du. Nein, den zweiten am 14. Selbstmord eines Ermittlers, das muss man erklären. Das war der Grund? Herrn Kröll. Ja, das da gibt's, auch da gibt es jetzt, das, auch das werden wir nicht aufklären im Einzelnen, aber es gibt das Gerücht, Herr Kröll hätte sich umgebracht, weil er verzweifelt war, dass er behindert worden ist in der Aufklärung des Falles. Das ist nicht exakt. Er ist mit dem Umstand nicht fertig geworden, dass er dem Druck nachgegeben hat und einen Gegenüberstellungsvermerk inhaltlich gestaltet. Das ist gestaltet. Die These, das ist nicht These, sondern das hat er selber in einer Mail geschrieben. Lieber Hans Reschow, deswegen hat er mir zu Weihnachten eine E-Mail geschrieben, wo er sich über die gute Zusammenarbeit mit mir bedankt. Ja, na, gute die, nicht. Über, gute steht nicht dabei. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und die stete Unterstützung. Und das macht er, weil ich ihn nicht in den Tod getrieben habe. Hans Reschow, bitte. Und eine Woche davor schreibt er, ich werde den Rest meines Lebens in einem Sicherheim verbringen, einen anderen Freund, nämlich einen echten Freund, der sicherlich. Du wirst mich jetzt kritisieren, dass ich den Rest meines Lebens in einem Siechenheim verbringen werde, aber was soll ich machen? Es wurde mir unmissverständlich nahegelegt, den Fall zu schließen. Ja, freilich, und die ganze Evaluierungskommission ist nur deswegen tätig geworden, weil ihr alle der Tatzeugin, die ebenfalls psychiatrische, also nicht psychiatrische, aber psychologische Unterstützung braucht, weil sie Schlafstörungen hat, weil sie seit 3. März 1998 behandelt wird, als wäre sie nicht vorhanden. Das ist mir sicherlich nicht das Schlaf. Meine Förster, dann lese es hier mal den Aktor. Sie spannen sie vor den Karren, dieses Mädchen. Nein, ich spanne gar nichts vor den Karren. Kein Mensch hört sie. Lesen Sie einmal die Aussage durch, die Zeugenaussage von Ihren Innsbruck-Draußen. Diese junge Frau tut mir sehr leid, dass sie von Ihnen... Ich kann Ihnen den Zuschauern nur empfehlen, dass Sie lesen, wie wir den Punkt erstaunlich... Das hat so keinen Sinn, man versteht es nicht. Die Darstellung, die hier unterdrückt wird. Oder am besten CH25, wo lauter tolle Sachen stehen. Nein, auch das bringt nichts. Ich habe alles gelesen. Ich hätte gerne noch die Frage gestellt, Herr Reschow. Der Anlass war unter anderem diese Vorgangsweise vergangene Woche in Niederösterreich, so die Prüfung. Dieser Polizeibeamte hat angegeben, Sie hätten ihn beauftragt. Genau. Und er hätte ihn, stimmt das oder stimmt das nicht? Das kann ich also aufs Entschiedenste nur zurückweisen. Was
herauf hervorkommt aus dem Ganzen, ist das, dass eine Vielzahl von Personen, unter anderem Kollegen des Toten auch, ein Ermittlungsdefizit empfinden. Und deswegen fangen viele, weil sie sehen, dass sie bei den behördlichen Vertretern wir sind uns einig, dass das kein Gehör finden. Dass das Rechtsstaat ist. Das Titel dieser Sendung sollte nicht heißen, Verschwörungstheorien, gibt es neue Beweise, sondern Staatsanwaltschaft, Agonie oder Scheintod. Das war der richtige Titel für das Ganze. Ist es möglich, dass der ohne Auftrag von Ihrer Partei aber heute gehandelt hat, weil er geglaubt hat, Theorien, wie Sie in einer Pressekonferenz gesagt haben, in Richtung, bis jetzt. Das wäre das Kind der Campus, dass er das wollen würde. Also Herr Bellinger, ich habe schon gedacht, dass Sie das recherchieren. Es hat der Betreffende ja schon ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, es hat absolut keinen politischen Hintergrund. Soweit hätten Sie das natürlich auch machen können, nachrecherchieren können und hier nicht ein Stimmungsbild zu erzeugen, dass wir da jetzt nicht die bösen Verschwörer sind, die noch nicht... Nein, überhaupt nicht. Ich habe Sie ja darum gefragt. Ich habe mir gesagt, vor der Untersuchungskommission, Herr Reschert hätte ihn beauftragt. Das muss auch von euch jetzt gefallen. Ein völliger Unsinn, da dann Erklärungsbedarf nehme ich an. Na, man muss ihn fragen, wie auch nicht kommt. Man glaubt, dass er dann besser darstellt, wenn jetzt irgendwas angeschaut hat. Mich würde jetzt interessieren, warum jetzt das Parlament oder die Kommission, die hat ja an sich beschlossen, bis Ende März gibt sie keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Jetzt hat der Vorsitzende, der Herr Amon, gesagt, er glaubt, die Einzeltheorie ist nicht haltbar. Das heißt, er hat sich sehr wohl schon positioniert. Stört das nicht den Ausschuss? Nein, und das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, es gibt im Ausschuss eine zumindest 4, wahrscheinlich auch 5 Parteien-Einigung, was diese Geschichte anbelangt. Denn eines, und das muss man sagen, es sind sehr, sehr viele Fakten überhaupt nicht ermittelt worden. Es ist der Finanzakt, es sind die Konten des Herrn Brickle-Bill bis heute nicht geöffnet worden. Die sind bis heute nicht geöffnet worden, diese Konten. Es wurden die IP-Adressen des Herrn Brickle-Bill niemals untersucht. Hatte der dynamische IP-Adressen, hatte der fixe IP-Adressen. Es wird immer nur gesagt, er hat keinen Computer gehabt, er hatte aber IP-Adressen, die ihm zugeordnet waren. Und jetzt möchte ich ganz kurz, weil das, was der Dr. Mühlbacher vorhin erwähnt hat, wo er gesagt hat, das steht alles in den Akten. Da habe ich offensichtlich andere Akten, als Sie haben, Herr Dr. Mühlbacher. Ja. Und da habe ich jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass möglicherweise FBI, BKA, was weiß ich, KGB, sonst noch irgendwer hier ermittelt, weil ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, welche Akten die kommen. Und jetzt horchen Sie mir einmal ganz, nein, jetzt horchen Sie mir zwei Minuten noch zu. Denn eines sage ich Ihnen auch, das Parlament, nein, nicht bestochen, das Parlament hat nicht alle Akten bekommen. Es haben beide Ministerinnen zugesichert, dass das Parlament alle Akten bekommt. Das Parlament hat aber nicht alle Akten bekommen. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Dieses Foto hier von der Natascha Kampusch, das wurde uns bereits zugespielt, bevor dieser Ausschuss begonnen hat. Das war nicht in den Akten. Nebst vielen anderen Dingen. Ich kann es hier beweisen, dass wir das schon hatten. Und jetzt sage ich Ihnen eines. Jetzt stelle ich mir die Frage, wer hat Interesse daran, dass das Parlament frisierte Akten bekommt? Ist das die Staatsanwaltschaft, Herr Staatsanwalt? Ist es das Ministerium? Ist es das Kabinett? Wer? Herr Staatsanwalt, jetzt können Sie sagen, war es die Staatsanwaltschaft, die Akten frisiert hat? Und welche Akten wird dann das BKA bekommen? Oder wer auch immer dann ermitteln soll? Das ist genau der Grund, warum das FBI nichts bringt, weil sie das sofort wieder in Zweifel stellen werden, dass die alle Akten gekriegt haben. Das ist ein Notariatsakt. Ja. Und diese Informationen hat das Parlament nicht gehabt. Das ist das Foto der Natascha Kampusch, das unmittelbar nach ihrer Selbstbefreiung aufgenommen wurde. In einer parlamentarischen Anfrage vom August sagte die Innenministerin, das wurde vernichtet. Es war auch nicht im Akt. Und jetzt frage ich mich, wer hat den Akt so frisiert? Es fehlt nicht nur dieses Bild. Entweder werden die Akten komplett... Entweder werden die Akten vollständig übermittelt dem Parlament oder wir lassen es bleiben. Es sind ja auch wesentliche andere Teile, die uns zugespielt wurden, nicht in den Akten. Und Sie können sicher sein, wir werden das bei Gelegenheit noch besprechen. Und Herr Mühlbacher, ich frage Sie noch einmal. War es die Staatsanwaltschaft, die Akten frisiert hat? Sagen Sie es jetzt. Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Das ist eine konkrete Frage. Selbstverständlich nicht. Ich gehe davon aus, dass Sie alle Akten haben, nur
Die Vermögensverhältnisse des Herrn Brinkel, die Vermögensverhältnisse des Herrn Brinkel ergeben sich aus den Verlassakten des Bezirksgerichtes Gensandorf. Da ist genau drinnen, was er an Einkommen und Vermögen gehabt hat, ein Sachverständigengutachten über den Wert seines Unternehmens. Das ist alles durchleuchtet worden. Nur Sie müssen halt wissen, in welche Akten Sie hineinschauen. Da gehört halt der Berufserfahrung dazu. Glauben Sie mir das? Ich will Ihnen nichts Böses. Ja, wissen Sie, Sie können mich mit Ihrer hohen Lehrerhaften ein bisschen aufhören. Ganz genau. Wir haben die Akten studiert, im Gegensatz zu Ihnen, sonst wüssten Sie, das Konto des Herrn Brinkel ist bis heute nicht geöffnet worden. Sie wissen, dass die IP-Adressen bis heute nicht überprüft worden sind. Das sind wesentliche Dinge. Bis zum heutigen Tag ist der Fahrzeughalter des Salzburger Kennzeichens vom 2. März damals nicht überprüft worden. Das sind wesentliche Fakten, die nicht überprüft worden sind. Und das alles nährt, bitte schön, Verschwörungsgerüchte. Das wäre eine Kleinigkeit gewesen, das aufzuklären. Aber kein Beweiswert, das ist das Problem. Herr Haller, kurz. Herr Pelinka, das wollte ich doch noch einmal klarstellen. Es geht hier nicht darum, dass ich an der Qualität der österreichischen Ermittler, der Gerichte, der Gerichtsmedizin zweifle, sondern es geht darum, was hier vorexerziert wird, auch in dieser Runde, nämlich, dass das Ganze derartig emotionalisiert ist, dass hier einfach eine sachliche, distanzierte, vernünftige Wertung nicht mehr erfolgen kann. Und gerade in der Kriminologie sind zwei Punkte von größtem Interesse. Nämlich zum einen geht es darum, dass man emotionsfrei in eine solche Sache hineingeht und das ist nicht möglich. Und zum anderen geht es darum, dass hier oft eine falsche Spur begonnen wird und man beachtet nicht, dass es auch noch andere Möglichkeiten geben würde, wie wir Ärzte auch manchmal auf einen falschen diagnostischen Pfad kommen und dann nicht bedenken, dass es Denkbares und vielleicht sogar Undenkbares eben auch noch geben müsste. Und aus dem Grund glaube ich, auch im Interesse von Natascha Kampusch, die ja wirklich ein Recht hat, dass hier nicht dauernd Schmutzwäsche gewaschen wird und dass sie in Ruhe gelassen wird, dass hier Klarheit hineinkommt und diese emotionale Distanz, glaube ich, ist in Österreich nicht möglich. Interesse haben zumindest die sich ehrlich mit dem Fall beschäftigen, längst, dass vor allem Natascha Kampusch in Ruhe gelassen wird, dass ihre natürlich dazu beiträgt, um offene Fragen noch zu klären. Aber ich glaube, sie stellt sich einer ruhigen und unemotionalisierten Diskussion, hoffe ich zumindest. Ich habe jetzt noch eine Frage, Herr Dr. Retschup, zu Ihnen. Es gibt ja diese Kommission in Innsbruck. Sie haben ja angezeigt, die Staatsanwälte. Ich habe nicht, wird falsch formuliert. Okay. Ja. Sie sind zumindest maßgeblich beteiligt gewesen. Jetzt hat diese ermittelte Staatsanwältin erstmals eine Frau. Übrigens, was vielleicht ganz interessant ist, die Frau Brigitte Loderbeier, in einem bis jetzt unveröffentlichten Endbericht Folgendes über sie gesagt. Bei Natascha Kampusch handelt es sich augenscheinlich in den Augen des Dr. Reschut nicht um ein maßstabgerechtes Opfer, weil sie vom Täter nicht gänzlich zerstört wurde, sondern sich der Situation teilweise angepasst hat und sich nach außen hin stark gibt. Die Frage ist nur, und das ist jetzt wirklich spannend, weil es auch neu ist, ob das den Vorstellungen des Dr. Reschut gerecht werdende Opfer ein solches Schicksal überhaupt überlebt hätte. Das heißt, Frage ist, und das erklärt vielleicht die Emotionalisierung ein bisschen, Natascha Kampusch, soweit ich das beobachte, ist ein untypisches Opfer. Das ist kein Opfer, das gebrochen ist, sondern ist ein Opfer, das mit welchen Methoden auch immer, wie man dazu stehen mag, versucht, möglichst eigenständig mit dem fertig zu werden. Vielleicht mit Fragen, da stimme ich dem Dr. Haller ganz zu, die nicht immer gescheit waren in ihren Verhaltensweisen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie ein Opfer ist, das aber anders auftritt als andere Opfer. Ist es vorstellbar, dass viele, nicht Sie, aber viele Verschwörungstheoretiker, die dem gerne nachgehen, wie auch vielleicht der Polizist, der ermittelt hat, einfach der Meinung sind, so darf ein Opfer nicht sein. Ein junges Mädchen, eine junge Frau hat absolut, gebraucht absolut nicht. Das ist, Sie ziehen das von wird, der verkehrten Seite auf. Das wird im kommenden, muss ich dazu sagen, im Bericht der kommende Fall, in einem großen Porträt, was Sie, das übrigens sehr freundlich ist, darstellt. Es wird aus der Verfassung des Opfers versucht, einen Rückschluss zu ziehen auf das, was vorher geschehen ist. Das ist ja das, die Fragestellung gewesen auf die viel kritisierte Antwort von Präsident Adamowitsch, der damals gefragt wurde, was sind die Gründe, wie erklären Sie sich, dass Natascha Kampusch so ungebrochen ist, so ungeknickt ist. Und da hat er dann gesagt, das ist dann die Antwort, das muss man im Zusammenhang eben sehen, nur denkmöglich ist es, dass ihr später besser gegangen ist als früher. Das ist damals die Antwort gewesen. Also es ist nicht so, dass das in meinen Augen ein Opfer so sein muss, sondern sie ist, wie sie ist.
Und welche Rückschlüsse lassen sich ziehen auf das, was vorher geschehen ist? Das ist die richtige Darstellungsweise. Und wenn Sie mich fragen, also, was aber das ist eine ziemlich harte Kritik, von wem ist die Staatsanwältin, die Frau Dr. Lodenbauer. Frau Dr. Lodenbauer, sie ist Lebensgefährtin eines sehr guten Freundes. Ich will zu den Innsbrucker Bericht nicht sehr viel sagen. Da haben wir es wieder. Alle anderen haben nur Sie haben die Wahrheit für sich gedacht. Nein, absolut nicht. Absolut. Sie wissen aber alles, was, und die anderen sind laut Idioten. Was in dem Innsbrucker Bericht ist. Das ist sehr untergriffig. Nein, das ist aber wirklich langsam. Der Kollege Mühlbach hat es ohne dies schon dargelegt, zum Beispiel, nicht, wie man umgeht mit der Tatzeugin. mit den anderen. Da wird zergliedert in drei Phasen. Zuerst sieht sie. Drei Phasen wird zergliedert. Na bitte, darf ich einmal was sagen dazu? Das Mädchen sagt, und insgesamt, weiß ich jetzt mittlerweile 10 Mal, es waren 2 Personen. Der eine ist beim Lenkrad, es ist nie aufgestanden und der andere hat das Opfer hineingezerrt. Das sagt sie mindestens 10 Mal. Was macht man jetzt, um diese Zeugin, die eigentlich diese Campus-Version, dass das ja nur einer im Wagen war, um die also wegzubekommen als Einstellungshindernis, was macht man jetzt damit? Jetzt sagt man, das ist, der Kollege Mühlbacher hat es ohne Tisch schon vorher dargelegt, 3 Phasen. Die erste Phase, sie geht zum Fahrzeug hin, sieht am Lenkersitz eine Person sitzen, dann geht es ein Stück weiter, hört den Schrei, sieht gleichzeitig den Lenker sitzen und eine zweite Person hineinziehen. Und damit diese zweite Phase irrig von ihr wahrgenommen wird, sagt man, das ist eine autosuggestive Kupplung in der dritten Phase. Na, sicherlich. Verwechselt. Nein, absolut. Nein, das ist, ich sage ja, aus der dritten Phase, wo das erste Mal 2 Personen im Führerhaus sitzen, wird ihre zweite Wahrnehmung herübergezogen auf die... Nein, ich möchte es auf den Schluss am Punkt bringen, diese ganzen Sachen. Das heißt, Sie sagen, Natascha Kampusch lügt, genau, dieser Sache mit Einführung? Natürlich. Ja, das ist natürlich. Nein, aber es kann ja auch zwei verschiedene Zeugenwahrnehmungen geben, bitteschön. Es kann verschiedene Zeugenwahrnehmungen geben, aber das Opfer... Schauen Sie, beides kann nicht nebeneinander bestehen. Beide divergieren, was hat eine Bedeutung? Und zwar in einem Punkt, wo man sich nicht irren kann. Sie können sich nicht irren. Und dann muss eine der beiden bewusst... Aber dann sind Sie doch konsequent. Also das ist Konsequenz und dann können dann sind Sie Konsequenz und sagen, Campusch lügt, wenn Sie sagen, es gab nur einen Täter. Ja, das ist die Konsequenz. Frage 2, zweiter Täter heißt es... Dann muss ich mich fragen, warum? Warum sagt sie die Unwahrheit? Heißt es der Herr Holzapfel? Sicher, weil dann das, wenn ich weiß, dass es 2 waren, brauche ich nur das Umfeld von Herrn Prikopin mal anschauen und da ist nur der Herr Holzapfel da gibt es niemanden. Das heißt, der Herr Holzapfel wird angeklagt. Und der strickt an seiner eigenen... Das haben Sie selber gesagt, den muss man abdrehen, sonst muss ich ihn besachern lassen. Damit haben wir schon ein kleines, wenn auch sehr... Ein kleines Ergebnis, wenn es sehr umstritten ist. Einen kurzen Satz. Nein, eines jedenfalls, ganz kurz, bitte, nur dazu geht. Darf ich einen kurzen Satz sagen? Ich würde auch gerne wieder meinen. Zu dem, was der Dr. Einiger gesagt hat und auch was der Professor Haller gesagt hat. Wir müssen uns klar sein, das ist kein Gesellschaftsspiel. So, dass man nach Belieben, wenn jemand sagt, mir gefällt das Ergebnis, nicht erholen kann. Da geht es um Grund- und Freiheitsrechte. Der Herr Holzapfel hat, wenn die zuständigen, verfassungsmäßig zuständigen Organe das geprüft haben, ob dir das Ergebnis passt oder nicht. Wir haben es geprüft, es ist noch einmal geprüft worden und es ist 3-mal geprüft worden. Ja. Und dann hat ein Beschuldigter bitte einmal das Recht in Ruhe gelassen zu werden. Das sind staatliche Organe. Wir haben seine Telefone abgehört, wir haben ihn mit Beilsendern überwacht. Wenn der zuständige Staatsanwalt Beweisergebnisse negiert, dass sich ein pflichtgemäßer Ermittler umbringt nachher, dann gibt es die Ministerverantwortlichkeit und nichts anderes habe ich gemacht. Geiger, da sind jetzt weiter etliche Vorwürfe im Raum, unter anderem mit dem Selbstmord des Ermittlers Kröll. Was sagen Sie aus Ihrem Wissensstand dazu? Thomas Kröll hat bei mir gearbeitet in der letzten Zeit. Ich war sein letzter Chef in dieser Sonderkommission. Das ist tragisch, ich möchte den Selbstmord jetzt nicht kommentieren, aber es wurde auch Mord behauptet, also ermordet wurde er sicher nicht, es war ein Selbstmord. Es gibt einen Abschiedsbrief, also auch da wurden Theorien kolportiert, die so nicht stimmen. Und dann zum Verfahren Holzapfel. Vom ermittlungstechnischen Standpunkt aus ist der für uns ausgemittelt. Wir haben wirklich, er wurde einvernommen, auf
114 und mehr Seiten. Die letzte Einvernahme hat Dr. Stoll gemacht. Er hat, ja, der mehrmals die Aussage, er hat die Aussage, er hat sie geändert, ja, aber das kann jeder. Ja, würden Sie weiter Einvernehmen ändern, dass seine Meinung vielleicht noch schwanger ist? Auf Justizebene kein einziges Mal. Er wurde observiert, seine Telefone wurden überwacht. Mehr kann man ermittlungsmäßig nicht machen. Und es gibt Grenzen von Ermittlungen natürlich auch. Wenn er hat seine Verantwortung geändert. Und wenn jemand so lange befreundet ist mit einem Täter wie Pöntio Biel, dann ist er auch ein Mensch, der nicht dem Durchschnittsmenschen entspricht. Also eine letzte Frage an Sie und dann hören wir schon auf. Aus Sicht des hiesigen Bundeskriminalamtes, was könnte bringen die Involvierung ausländischer Ermittlungsbehörden? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass hier wirklich noch etwas zu ermitteln ist, aber ich bin genauso bereit, jede Hilfe anzunehmen. Jeder, der sagt, es kann anders besser gemacht werden, soll es versuchen. Aber aus unserer Sicht, beim Abschluss war wirklich alles ausgemittelt. Okay, nein, das ist so eine Art Schlusswort. Das ist keineswegs persönlich, das war auch nicht anzunehmen. Es ist auch nicht so, dass wir uns vermutlich zum letzten Mal beschäftigen mit dem Fall Kampusch, leider. Hoffentlich werden möglichst Ihre Persönlichkeitsrechte anerkannt und hoffentlich bekommt sie zumindest die Ruhe, die sie persönlich, egal was man sonst vom Fall hin, auf jeden Fall verdient. Das war's bei Im Zentrum. Im Anschluss sehen Sie jetzt den Doc-Film Pfarrer Dieber, Die Kaiserin und ich. Er beschreibt das heutige Leben der ehemaligen Kaiserin von Persien in Paris und New York. Ich bedanke mich bei meinen Gästen hier in der Runde und wünsche Ihnen zu Hause noch einen guten Abend.